Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Immer noch in Fahrer, ja, ne? In der letzten Folge haben wir. War das die davor oder war das die letzte Folge? Wo wir dieses komische Wasser getrunken haben und eine schwarze Frau gesehen haben. Und ja. Wir haben in der letzten Folge aber den Nukleus betreten. Und da ist so ein Typ, der hier eine Rede schwingt, den wir mit einem Fatman abgeballert haben. Ja, daran kann ich mich erinnern. Und ja. Wollen wir mal sehen, Und ob wir auch ihm mal ihre ernsthaft zuhören, was da los Thronherrschaft ist, und über gucken. dieses Land unabwendbar ist, widersetzen Sie sich. Sie verkriechen sich hinter Ihren Kondensatoren, töten unsere Missionare, die Ihnen nur das Licht bringen wollen. Aber jetzt nicht mehr. Nach Jahren, in denen wir uns verkrochen haben, ist Wir unsere interessieren ein bisschen Aufgabe über. unoffenbar. Und der Ach so, da, Schlüssel dass zu wir die unserem Dinge Sieg sehen. Die befindet sich Untertitel. im Nukleus selbst. Wir werden uns die Geheimnisse des verfluchten Roboters holen und mit ihnen werden wir Fahrhaber von der Insel tilgen. Atomschleier wird durch die Straßen ziehen und das Land mit heiligem Nebel von der Ketzerei befreien. Und wenn uns die Spaltung gewährt wird, werden wir Helden sein. Neuer Tag mit Der ist doch allen verrückt, oder Brüdern und Danz? Schwestern. Gepriesen sei Atom! Gepriesen sei Atom! Okay. So, was wir machen hier? Wir sehen uns zwar jetzt, verschafft dir Zugang zu Dimas Terminal. Also ja. Zeige den hohen Beichtvater die Ikone. Hilf den Großfanatiker, okay. Ja, die Karte. Egal. So, wird. Was hat denn leuchtendes Blutpaket? Okay. Ah, Es da geht. bist du. Ich habe eine Aufgabe für dich. Solange das nicht bedeutet, noch mehr vergiftetes Wasser zu trinken. Nein, tut es nicht. Es gibt da eine Frau, eine von uns. Eine Zumindest von war sie das uns. mal. Gwyneth. Aber sie hat sich etwas Warte, so wie hat dunkles getränkt? abgeschrieben. Der Beichtvater hat Fanatiker Thiel beauftragt, sie zu finden, aber sie ist ihm entwischt. Jetzt hat Gwyneth damit begonnen, unsere heiligen Stätten zu entweihen und Atoms Wort zu verspotten. Der hohe Beichtvater will, dass sie gefunden und exekutiert wird. Wieso soll ich das machen? Deine Fanatiker kennen das Gebiet besser als ich. Sieh es als Prüfung an, um deine Hingabe an die Familie zu testen. Also super, soll ich auch welche töten, oder was? Wieso können wir nicht mit ihr sprechen? Vielleicht ist sie ja vernünftig. Ich will ehrlich sein. Schwester Gwyneth war eine gute Frau. Aber was immer sie zu diesem Wahnsinn getrieben hat, es könnte noch in ihr stecken. Wie dem auch sei, der hohe Beichtvater hat ihre Abkehr von Atom als eine zu große Sünde eingestuft. Seine Gunst darf nicht abgelehnt werden. Ja, super. Ich finde sie, Großfanatiker. Gut. Sprich mit Fanatiker Thiel. Sie sollte dir den Weg zu Ketzer. Gwyneth zeigen können. Bring der Ketzerin Atoms Urteil. Geh. Ja, der Anzeige, was zum Teufel? Ich habe doch nicht gesagt, dass ich sie dann umbringen werde. Soll ich meine Klamotten anlassen, so? Mein Gott, voll die Binding of Isaac Musik hier. So, noch irgendjemanden? Er ist reingegangen, war wo? Bruder, hast du dich um die Ketzerin gekümmert? Hallo? Ich bin doch nicht mehr. Boah. Ist das ein Pisser? Also, ich bin eine Minute. Bin doch nicht mal eine Minute weggegangen. Der fragt schon direkt, wo hast du dich um die Ketzerin gekümmert? Der leckt mich. Was geht, ach du Kacke. Ah. Ich habe schon von unserem neuen Mitglied gehört. Willkommen, Bruder. Wie fühlt es sich an, seinen Platz unter Atoms Auserwählten einzunehmen? Zu viel Strahlung. Atoms Auserwählte? Dieser Ort, der Nukleus, die Insel. Atom hat ihn beansprucht. Schon jetzt auf die Seite des Sinns habe ich so das Gefühl. Auserwählten. Ja, alles, bis auf eine verdammte Ecke. Du warst also schon in Fahrhaben, aber ja? ja. Hast die Barrieren gegen Atoms heiligen Nebel gesehen?
Die ketzerische Weigerung der Bewohner, sein Reich zu verlassen? Was würdest du mit so einem Ort tun? Ist Frau Haber wirklich so... Können wir schön Fragen stellen erstmal. Ist es. Jahrelang bettelte mein Vorgänger um Frieden, während Frau Haber mehr und mehr zu einer Bastion der Ketzerei wurde. Wir wollten ihnen helfen, ihnen Atoms Licht bringen. Viele der unseren bezahlten dafür mit dem Leben. Aber jetzt, da ich hoher Beichtvater bin, sind diese Zeiten vorbei. Alle von Atom... Einfach die Frage ausgewichen von denen. Hinter diesen ach so wertvollen Kondensatoren. Oder der alte Roboter, der seine Erinnerung in unserem Heim versteckt. Sie werden erkennen, dass Atom der alleinige Herrscher über diese Inseln ist. Wahnsinnig. Aber nur durch Einheit können wir Erfolg haben. Atom erwartet von all seinen Kindern unbedingte Hingabe. Akzeptiere das und du kannst es hier weit bringen. Und brauchst du noch irgendwas anderes? Ich habe diese Ikone gefunden. Der Großfanatiker meinte, du hättest Interesse an ihr. Ist das die Mutter? Es stimmt also. Du hast die Mutter des Nebels gesehen. Viele Kinder des Atoms hoffen ein Leben lang auf einen derartigen See. Ja, schon als strahlende Wasser getrunken. Erwartet Atom Großes von dir, Kind. So wie ich auch. Also, ich bin der einzige Erfolg genug, war das zu machen, oder? Diese Erinnerungen, an die du heran wolltest. Ich habe ein Wettbewerb. Nein. Wirklich? Bei Atom, mein Kind. Ich will gar nicht wissen, was du tun musstest, um an diese Information zu kommen. Ja, aber ich wollte nur fragen, Mann. Es ist hoffentlich klar, dass du alles, was du findest, und sei vorsichtig. Warte mal. Viele unserer Geschwister sind bei dem Versuch gestorben, hinter das Geheimnis dieser verfluchten Maschine zu kommen. Tu, was getan werden muss. Ich habe jetzt aber nicht mich gegen die gewendet, oder? Muss ja noch bei dem machen. Hilf den hohen Beichtvater. Alter. Entschuldigung, hoher Beichtvater. Verhaber hat wieder einen von uns erwischt. Ihr Untergang kann nicht früh genug kommen. Entschuldige, du wolltest etwas, oder? Ich würde der Familie gerne helfen. Kann ich irgendwas tun? Voller Eifer. Es gibt da ein Mitglied in unserer Mitte, das ich schon länger verdächtige. Sag mir nicht, ich soll ihn auch töten. Meine Nachforschungen waren ergebnislos. Aber du bist neu hier. Das macht es dir leichter, die Wahrheit herauszufinden. Ich möchte, dass du Nachforschungen zu dieser Person anstellst. Solltest du Beweise für Ketzerei oder Illoyalität finden, bring sie sofort zu mir. Zeige, dass man dir trauen kann. Du wirst belohnt werden. Wonach genau soll ich suchen? Handfeste Beweise für jeden. Wen soll ich überhaupt hier? Gegen mich oder die Familie. Mir sagt sie niemand was. Respektlosigkeit gegenüber Atomen. Solche Vergehen dürfen nicht zugelassen werden. Ist so gut wie erledigt. Wunderbar. Bring alles, Klasse. Was du herausfindest, direkt zu mir. Hier. Die fragliche Person, du musst sehr gründlich vorgehen. Das ist deine Chance, dich Atom zu beweisen. Ja. Oh mein Gott, was glaube ich ja. Was sehen, wenn man sich irgendwelchen Kults hier anschließt, ey? Wie ist das denn jetzt nochmal? Und sie ist es vom Beispiel. Okay. Ja, ich soll jetzt schon zwei Leute töten. Geil. Albert. Du hättest mir nicht sagen können. Leck mich ab. Hey. So ein blöder Zettel, wo einfach nur den seinen ihr Name draufsteht, ey. Boah. Sei respektvoll. Du wandelst durch heilige Hallen.
Sieht ja nicht anders aus wie alles im Ödland. Das ist ein verdammtes Schiff. Hier werden wir ziemlich schnell krank. Was geht? Ja, auch irgendwie geile Ausrüstung. Ah, unsere Familie hat Zuwachs bekommen. Willkommen. Alter Strahlung. Ja. Ich glaube, jetzt wurde alles richtig und die Wirkung war hier noch immer aufgeladen. Sag ihnen also die Tränen. Ich bin sicher. Okay. Ein Haufen nichts Sinn, so nichts Sinn machen, das Gebabbel. Das war mit so ein Inselalmanach oder so. Ich will mal wieder ins Öl, dann habe ich normale Zeitschriften hier finden kann. Oder allgemein mal wieder im Ödland. Ich vermisse schon voll kaputte Landschaft und so. Ja. Ich dann kann dann zum bisschen was mit seinen starken Rücken schleppen. Okay. Hoher Beichtvater. Was Name? Ja. Nee, du bist ja Hoher Beichtvater. Okay. Was ist hier? Mein Gott. Immer wenn ich irgendwo rausgehe, steht er mir direkt vor die Füße. Wie komme ich denn ganz unten hin? Okay. Okay. Kommen wir denn da ganz unten hin? Hier. Da, mein Gott. Wenn du die Gruft suchst, bist du. Ach, du bist das. Ich kümmere mich um alles. Wenn du was anfasst, reiß ich dir ein Bein aus. Kapiert? Was soll die Gruft im U-Boot? Habt ihr nicht die ganze Basis? So bleiben unsere Gefangenen in der Nähe seines Leuchtens und der Familie. Hier sollte ein Kind die Ewigkeit verbringen. Eine wahre Ehre. Für wenige. Warum sollte man jemandem einen Platz in der Gruft verwehren? Du warst da draußen, oder? Dieser Ort ist gefährlich. Ein falscher Abzweig im Nebel. Tut mir leid. Alle übertreiben hier. Verloren. Zu nah der falschen Siedlung? Für die Familie verloren. Atom steht dir bei, wenn du Tektis schief anschaust. Du magst Tektis nicht, was? Wer nicht? Der Typ ist ein verdammter... Das ist... Ich mag Tektis. Aber ich... Ich glaube, du solltest gehen. Super. Das war ein bisschen auffällig. Was sind deine Kurie? Oh, ich muss mir ja sehr oft hier Red Away spritzen, habe ich so das Gefühl. Da einnehmen. Mal. Oh, gut. Alter. Wieso doch nicht mehr normal? Immer so was auf. Was passiert eigentlich, wenn man vollkommen verstrahlt? Ich meine, ist ein bisschen offensichtlich, aber was passiert? Hab ich ausprobiert. Lass mal zeigen. Ich meine, merken nicht, dass das weh tut? Ja, ich kann nicht so lange an so einer Strahlung dranbleiben und sagen, jopp, das ist geil. Merken die nichts davon? Ah, okay. Komm ich mal irgendwie. Dinge da. Was? Sieht aus wie ein Ghoul. Ich bekomme keine Krankheit dadurch. So wie ein Fallout 3. Ja, okay, dafür bekommt man aber AP-Schaden, ja. Ah. Ja, für Kacke. Oh. Guck mal, da hat sich Strahl.
Glaube ich. Oh, niedriger geht das gar nicht. Was zum Teufel? Hä? 2500. Wenn man jetzt halt nicht die Strahlenabwehr? Strahlung widerstehen. 2560, das sieht irgendwie nicht so aus. Ich bekomme trotzdem voll viel. Du solltest dranbleiben. Dein Instinkt scheint ziemlich gut zu sein. Okay. Ja, jetzt bin ich ja voll verstrahlt. Jetzt gehöre ich doch zu euch, oder? Ich habe noch nie jemanden so verstrahlt gesehen, oder? Ja, wo ist deine blöde Koje? Verzeihung. Du solltest von hier verschwinden. Okay. Seine blöde Koje. Kascha. Darf ich so rum? Darf ich nur niemand anpusten, dann bin ich tot. Mein Gott, wo ist denn die blöde Ding? Ich soll vielleicht eine Mission mal anmachen. Ja, was? Boah, was? Das ist eine Koje? Das ganze Gebiet hier? Edgar's Notiz. Meine liebe Aube, du machst dir so viele Sorgen, selbst wenn der hohe Beichtvater meine enge Freundschaft mit Martin nicht akzeptiert, ist Richter ein Freund. Wenn es ein Problem gibt, würde er mir. Würde es mir der Großfanatiker sagen. Abgesehen davon sollten wir weiterhin unsere Truhe im Lagerraum nutzen, um Nachrichten auszutauschen. Du weißt, wie schnell sich hier Gerüchte verbreiten. Ich will nicht, dass du in irgendwelche Intrigen hineingezogen wirst. Und falls dein Schlüssel mal wieder verschwunden ist, habe ich hinter eurer Bank im Eingangsbereich der Umkleiden einen Ersatzschlüssel versteckt. Für alle Fälle. Ich zähle ihn die Augenblicke, bis wir uns wiedersehen. Edgar, okay. Da ist die Umkleidekabine von den Frauenumkleide. Glaube ich. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Charakter in Fallout attraktiv finde. Sind alle irgendwie verstrahlt und dreckig und weil nicht knochenhart. Irgendwas Attraktives finde ich selbst noch nicht so. Oder hier irgendwo. Habe ich schon mit einer von der Seite angesprochen oder wie? Ja, Umkleide, wie du gesagt. Hat die Umkleide gesagt, die Männers Umkleide. Aber unter der Bank hat er gesagt. So, achso, ja, Nachtschicht. Schon sagen. Aber hier ist keine Bank. Bestimmt da. Oder auch nicht. Da ist noch ein Schlosshammer. Das ist kein Schlüssel. Wenn es mit SCH beginnt. Vielleicht hier. Da komme ich nicht auf. Nein, da hat er versteckt. Warte mal. Bank im Eingangsbereich hieß es doch, ne? Aber ich da. Hallo. Dort. Oh, hallo. Warum? Das heißt diese Toten alle oder was? Die Gruft. Oh, Entschuldigung. Lanz, pass auf, wo du hinläufst. Hier sind tote Menschen. Ich kann nicht schlafen. Pass auf. Nein, Lanz. Das war ich nicht. Nein. Na toll, das kann ich so öffnen. Und das muss ich wieder standardmäßig öffnen. Notiz von Edgar war das, ne? War Edgars Notiz. So, frisch mich mal auf. Hätte unsere Truhe im Lager nutzen. Ja, bestellt sich heute. Wenn ich immer wieder verschwinden, habe ich hinter einer Bank im Eingangsbereich der Umkleiden einen Ersatzschutz versteckt. Hinter der Bank im Eingangsbereich. Das ist
Nicht Eingangsbereich, wo ist der? So, hier ist der Eingangsbereich, hinter der Glaube Bank. An Atom, dann wirst du niemals fehlen. Der Bank im Eingangsbereich, wo denn? Das ist keine Bank. Mein Gott. Hallo, mein Kind. Benötigst du etwas? Nein. Das ist ein Sofa. Okay, ich werde wahrscheinlich den Schlüssel offscreen suchen. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich ihn gefunden habe. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge auf Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und ich wollte schon sagen, wenn ich dann jetzt auf den Stuhl setzt, ne? Und sag jetzt Tschüss, bis zur nächsten Folge.